Am Ende blieb der erste Fed Cup-Erfolg seit 22 Jahren doch nur ein Traum. Angelique Kerber musste sich im entscheidenden Einzel des Finals mit 6:7, 6:4 und 4:6 gegen Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova geschlagen geben. Es war das uneinholbare 0:3 gegen die tschechische Auswahl. Wir haben alles gegeben und das hat man auch heute gezeigt. Ich habe alle meine Emotionen heute auf den Platz gelassen. Leider hat es am Ende nicht gereicht, aber ich glaube, wir haben trotzdem großes Tennis gesehen. Das gewonnene Doppel zum abschließenden 1:3 war nicht mehr als ein Trostpflaster. Im Vergleich zum ersten Tag zeigte die deutsche Auswahl eine deutliche Leistungssteigerung. Besonders ärgerlich, dass Kerber eine 4:1-Führung im entscheidenden dritten Satz des Einzels gegen Kvitova verspielte. I think that Angie played so well today. Angie hat heute sehr gut gespielt. Beide hätten es verdient gehabt zu gewinnen. Sie hat alles gegeben, genauso wie ich. Im Tennis kann aber am Ende nur einer gewinnen. This is the tennis that it's possible only one winner. Gewonnen hatte den Fed Cup bereits Teamchefin Barbara Rittner. Beim letzten deutschen Triumph 1992 war die 41-Jährige noch als Spielerin dabei. 22 Jahre später konnte Rittner der deutlichen Niederlage trotzdem etwas Positives abgewinnen. Dann hatte ich natürlich extrem viele Emotionen in diesem Wahnsinns-Einzel. Up and down, irgendwie vergebene Satzbälle, dann 0-3 im zweiten, dann hat sie sich berappelt. Aber also ein Wort für das Ganze war eigentlich Stolz und Gänsehaut. Also es war... Tennis hat wieder richtig gelebt, also so kann man sagen, Tennis ist eine geile Sportart und ich hoffe, dass wir viele begeistern konnten, zu Hause auch an den Bildschirmen. Bereits im nächsten Jahr wollen die deutschen Tennisdamen im Fed Cup wieder angreifen, gestärkt durch die Endspielerfahrung 2014.